Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online Morrowind. Wir sind immer noch in der Quest unterwegs um jeden Preis. Da haben wir ja in der letzten Folge zwei Steine nochmal von den sieben besorgt, die wir besorgen sollen. Und jetzt haben wir hier noch einen Quest-File, sehe ich gerade. Hallo? Ah, toll. Wenn wir kurz auf die Karte klicken, dann schon. Und hier sind die komischen Viechern belästigt. Wollte ich ja einen Stein holen. Dann nehmen wir erstmal die Runen mit. Reines Wasser brauchen wir nicht. Natürlich höher oder was? Tiefer? Wieder tiefer. Toll. Oh, was haben wir da noch? Sieht doch so aus, für den riesigen Kader nicht so an. Karte, die wir hier. Eine Kassette, Mondstein. Ne, doch nicht. Toll. Außer Spesen nichts gewesen. Also, gehen wir weiter. Lassen wir den da erstmal Quest-File sein. Aber auf dem Weg dorthin hatte ich nämlich gesehen, dass hier wieder ein Bossgegner ist. Einmal werde ich die stinken, brauche ich die hier noch gerne mitnehmen. Ochse. So, mal gucken, ob wir hier das Glück haben, dass hier gerade keiner am Kämpfen ist. Sehr schön. Okay, gut. Sonst hätten wir so mit, hätten wir mitgemischt wie beim letzten Mal. Da hatten wir Glück gehabt. Jetzt hier nicht großartig in Kämpfe verzetteln. Hier einfach nur. Da ist ein Trinkschlauch. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nee. Weit sind wir denn jetzt noch entfernt? Ja, also einfach den Weg. Weiter. Hallo? Okay. Da backte das Programm mal wieder ein bisschen rum. Ich mag das gerne zügig, aber auch nicht zu zügig. Ja, was habe ich denn jetzt schon wieder am Arsch kleben? Ich drehe mich jetzt nicht um. Ist da Flex? Kleines Wasser und ein bisschen Flex. Den nehmen wir auch noch mit rum. Und die Bälle brauchen wir nicht. Um ein kleiner Anleger zu sein. Kisten haben wir schon lange nicht mehr gefunden. Zum Öffnen. Trinkschlauch im Korb. Nehmen wir ein bisschen was mit. Oh, da ist ein Wegschrein, den ich noch nicht habe. Kann das sein? Ich hetze schon alle. Aber tatsächlich, den hatten wir noch nicht.
Ja, und schon wieder gleich Queste in der Nähe. Ja, super. Aber das war nicht das, was wir wollten. Wir wollten die Steine holen. Da ist ein Feind. Aber ich befürchte bald, dass ich da hin muss. Weiß ja nicht, ob es hier noch irgendwo einen anderen Zugang gibt. Ah, das sieht auch noch ein Zugang hier aus. Gefunden. Ja. Was sind wir von? Na komm. Nur den Zugang hier finden, Leute. Ich will euch doch gar nichts Böses. Na, da kommen wir der Sache doch schon näher. Ups. Ein Gewölbe. Eine Fackel. Ja, das ist schon wieder eine etwas größere Herausforderung. Wie lange uns das hier aufhält. Na gut. Sehr schön. Was ist das Ganze? Da müssen wir hin. Dann gehen wir da lang. Den mal kümmern. Und weil ich stark. Ich habe das Gefühl, ich bin falsch rumgelaufen, aber kein Problem. Das versunkene Gewölbe. Wir kommen ja auch mal irgendwann wieder hoch.
jetzt hier drin die Scherbe. Juhu, und der Lebenspunkt. Müssen wir noch was zu erlernen? Oh ja, Rang 2 war. 2 war viel erreicht. Aber ich hatte mir jetzt ehrlich gesagt vorgestellt, dass hier noch etwas mehr zu holen ist. Ist es auch. Hier irgendwo neue Übereinkommen, hier geht es ja noch weiter. Na, gucken wir mal, wer hier nach. Nicht. Da noch mehr Probleme. Der hatte nur 4 Gold dabei. Was soll das denn? Wie die Seelensteine. Das hätte ich gerne gehabt. Toll. Seegras. Klasse. Ich bin begeistert. Das war alles hier. Und dann ging es schnell wieder zu spawnen. Sehr schön. Dann müssen wir mal gucken, wo er die, wo uns die hinbringt.
Ja, ich muss auch noch den komischen Stein da holen. Kann ich auch noch mitspielen? Aber jetzt kann ich Spezialfertigkeiten einsetzen, dann laufe ich jetzt einfach so durch. Stein sein. Hips. Ja, da ist er. Stein Nummer 4. Ist hier oben irgendwo? Ginkgo. Ja, so richtig bringt mich das hier auch nicht weiter. Aber wir haben den vierten Stein. Also mal gucken, wo der nächste ist. Wo geht's denn hier hin? Kommt man hier irgendwo hin? Achso, da war mal ein versunkenes Gewölbe. Da waren wir schon. So, in den Kisten ist meistens noch nichts Gescheites drin. Raus hier! Um den gleich mal zu gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Dann würde ich sagen, reisen wir dort hin. Auf der Karte natürlich noch mehr sehe. Wenn wir einfach querfeld ein hier. Zack. Und da ist der Weg Schrein. Kürzen wir ab. Jetzt müssen wir Richtung Westen. In die Richtung. Aha, okay. Wahrscheinlich nicht den direkten Weg gehen. Moment, Osten. Osten muss ich. Sag nicht Westen. Komme ich da irgendwie über diese Kette rüber hier? Sieht schlecht aus, ne? Muss ich mich hier erstmal. Weiter.
einer. Ich würde die Eiche hier noch mitnehmen. Perfekt. So. Schon wieder einer hier. Okay. Hier sieht eine Ruine aus. Wie kommen wir da jetzt rein? So, von oben. Ah. Oben mal sehen, da irgendwie reinkommen. Nicht. Und da vielleicht noch hinspringen. Nein, verdammt. Okay, muss ich hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Bleib da einfach liegen. Noch mal mehrere. Denn ist viel, also geht doch. Oh, da kommen wir mal hin. Da ist es irgendwo. Ah, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Da ist er. Der nächste Stein. Noch in den. Ich werde jetzt hier erstmal runtergehen, nicht dass hier ein komisches Vieh spawnt. Ah, was haben wir da noch? Eine Wasserhyazinthe. Die nehmen wir auch gerne noch mit. So, dann gehen wir gucken. Auf der Map. In dieser Richtung. Ah, da. Da müssen wir zu dem Weg schreien. Okay. Mal gucken. Also machen wir hier das Gampenblatt. Hier an. Na los, gehen wir einmal.
Oh nein, Hunger. Hunger. Ah ja, ich muss essen. Ah, das Vieh, du. Ist der übel. Das Vieh ist heftig. Bin mir auch schön in die Finger gelaufen. Habe ich das Teil eigentlich schon? Für die Bibliothek haben müssen wir auch langsam mal ein paar. Da wollen wir ja auch noch eine Karte finden. Aber ich glaube, den habe ich schon tatsächlich. Gut. Dann laufen wir jetzt hier weiter am Strand lang. Hier ist der Wegschrein. Und ich würde sagen, an diesem Punkt verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns im nächsten Teil wieder bei The Elder Scrolls Online. Auf der Suche nach den letzten Steinen. Tschüss!